Sie gehört zu den edelsten textilen Materialien, die es überhaupt gibt. Es ist eine tierische Faser und wohnt eigentlich von einem vom sogenannten Seidenspinner produziert wird. Er heisst auch Bombyx mori. Seide wird seit 3000 Jahren vor Christus bereits hergestellt, also die Seideraupenzucht wird seit 3000 Jahren vor Christus in China hergestellt und betrieben. Im Weiteren ist es dann auch nach Indien getragen worden und später nach Korea. Das sind also die drei Länder, die eigentlich die Seidenproduktion bekannt gemacht haben. Und es ist erstaunlich, wie Technologien schon vor diesen 3000 Jahren vor Christus möglich gewesen sind. Ein Schmetterling, der legt um die 50 Eier herum. Es kommt auch wieder ein bisschen darauf an, also ich würde mal so sagen, zwischen 20 und 50 Eier. Für 1 Kilo Seide herzustellen, braucht es ca. 2,5 Gramm Eier, wie der Schmetterling legen tut. Und das sind etwa 5000 Stück. Sie sind so gross wie etwa ein Mohnkorn, ein Mohnsamen. Und da aus denen raus schlüpfen dann nach etwa 10 Tagen schlüpfen dann dort die kleinen Räubchen. Und die tun sich natürlich entwickeln um ein Vielfaches. Bis zur Verpuppung, respektive bis zum Abschluss von der Kokonbildung, braucht es etwa 180 Kilo Maulbeerblätter. Das ist das Futter, das die Raupen fressen. Sie fressen nichts anderes. Es gibt vielleicht noch ein paar wenige kleine Ausnahmen, wo man ihnen ein anderes Futter geben kann. Weil die Qualität der Seide hängt in erster Linie von der Qualität des Futters ab. Ein Maulbeerbaum liefert ca. 7 Kilo Blätter. Und um die 180 Kilo können dann aufzufüllen, braucht es 25 Maulbeerbäume. Und das ist natürlich eine ganz gewaltige Menge. Aus diesen 5000 Raupen ergänzt sich dann nachher etwa 9 Kilo Kokon. Weltweit werden heute ca. 170'000 Tonnen Rohseide produziert. Das ist einfach, dass man ein bisschen Grössenordnung sieht, was da überhaupt alles gebraucht wird. Und der Seidenfaden an und für sich, dem sagt man nachher Gräsch. Das ist der übliche Ausdruck für die Rohseide. Die Produktion von der Seide fängt an mit dem Schmetterling. Und der Schmetterling, der legt die Eier. Natürlich nicht in freier Natur, auch. Aber in der Zucht ist der natürlich eingesperrt. Und der legt dann, das ist ein vorbereitetes Gebiet, wo er dann seine Eier herlegt. Und die Eier, die werden dann schlussendlich einerseits dort gelassen und andererseits kann man es auch einsammeln, weil es gibt, sie tun zum Beispiel auch Eier verkaufen. Aber eben, das sind natürlich so munzige Eile. Und die bleiben dort unter in einem Klima rein, wo sie auch gedeihen können. Es gibt natürlich die sogenannte wilde Seide, die gibt es auch. Das sind eben dort die Kokon, wo der Schmetterling hat können sich durchfressen konnte. Aber grundsätzlich in der Zucht läuft der Lebenszyklus ab. Die Eier, die aus denen schlüpfen, nach etwa 10 Tagen schlüpfen dort die Räubchen. Und die tun sich um ein Vielfaches vergrössern und wachsen und fressen und tun sich hüten auch. Und eigentlich erst im letzten Stadium fangen sie dann an, den Kokon bilden mit dem Seidenfaden. Die Seidenraupe, die macht ja das mit ihren Drüsen, die sie am Unterkiefer hat. Zwei Drüsen machen den Seidenfaden, also das Fibroin, und die anderen zwei, die machen Sericin oder den Seidenleim.
Und das Fibrin wird dann in dem Siedelin eingepastet. Man sagt dem, das ist eigentlich etwas, wo der Faden nachher verarbeitbar macht. Das ist die grosse Gebäude, die Gebäudehalle, wo die Nester eigentlich sind. Es ist alles so wie vorbereitet, dass nachher der Siedelspinner auch kann sich irgendjemand einnästen und sich Befestigungsmöglichkeiten findet, um dann auch können, sein Kokon zu produzieren. Er tut zuerst das Grip vom Kokon nehmen aufhängen. Und dann fängt er an mit so Achterbewegungen vom Kopf, fängt er dann an, den Kokon zu bilden. Es geht etwa 30 Tage, bis der Kokon fertig ist. Und er produziert in dieser Zeit zwischen 800 und 3000 Meter Seidenfaden, wo man dann nachher schlussendlich abhaspelt. Damit jetzt aber der Seidenfaden endlos bleibt, muss man dafür sorgen, dass die Raupe sich nicht kann zum Schmetterling verpuppen kann. Weil eben sonst tut sich der Schmetterling durch die Höhle, durch den Konko durchfressen und tut natürlich sämtliche Fadenlagen durchschneiden und dann kann man dann nicht mehr abhaspeln. Das gibt dann die sogenannte wilde Seide. Und darum tut man dann nach Ende vom Kokonbau tut man den Wurm mit Dampf abtöten. Eben einen Teil lässt man dann rausschlüpfen, damit die Zucht kann weiter erfolgen. Die Kokons, die werden dann alle eingesammelt, kommen auch in grosse Körbe rein und werden dann so an den Haspelreihen angeliefert. Die Haspelmaschinen, die sind seinerzeit, also die ganz alten habe ich natürlich nicht mehr gekannt. Da war eine Frau an einem Haspel und hat den Haspel von Hand noch betrieben. Und heute sind die natürlich alle voll automatisiert. Aber was man so aus den Überlieferungen sieht, ist es so, dass dann die Kokos in eine Schale geschüttet wurden, wo es warmes Seifenwasser hatte. Und das Seifenwasser war darum nötig gewesen, dass man hat können, die äußersten Schichten des Kokos ein bisschen anlösen konnte. Weil der Seidenleim, der hat natürlich alles ein bisschen Kontakt zusammengehebt. Und vor allem hat man müssen den Fadenanfang finden. Und nach einer gewissen Zeit war dann der Kokon so ein bisschen angelöst gewesen, dass man die einzelnen Kokonfäden hat können finden. Und die hat man dann meistens mit einer Bürste die Fäden gesucht. Und an so einer Bürste hat sie immer 40, 50, 60 so Fäden gehabt. Und dann hat man einmal eine gewisse Anzahl Fäden zusammengenommen, je nachdem, was für eine Garnnummer produziert werden musste. Hat sie vielleicht 6, 8 oder 10 oder 15 Fäden zusammengenommen und hat die um den Haspel gewickelt. Und dann sind die so gelaufen und die sind so im weißen Wasser rumgetrollt. Und dann ist halt einmal eine, die erste ist dann irgendwann mal ausgelaufen. Die sind nicht alle miteinander ausgelaufen, weil nicht alle gleich viel Meter auf dem Koko haben. Und dann hat sie natürlich sofort schauen, dass sie wieder den Faden findet und den anrührt. Sie hat den einfach hergelegt, weil der Faden ist ja immer gelaufen auf den Haspel. Und dann hat man auch je nach Garndicke hat man dann die Stränge 6-7 Stunden laufen lassen. Stranggewicht, die sind so zwischen 60 und 120 Gramm schwer gewesen. Nachdem der Prozess abgeschlossen war, ich weiss nicht genau, wie es Meter zählen können. Wahrscheinlich haben sie das über eine Zeit gemacht, weil damals hatten wir auch noch nicht die Messgeräte gehabt. Auf jeden Fall ist dann der Haspelprozess abgeschlossen worden. Man hat die Fadenlagen schön in die Breite gezogen und hat sogenannte Unterbundschnüre in die Fadenkreuze gezogen. Und das heisst, das ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Haspelprozess.
Weil, wenn da keine Unterbündschnüre drin sind und die Fadenkreuze nicht schön getrennt sind, kann man die Stangen nachher nicht mehr abwinden. Das ist eigentlich ein Qualitätskriterium gewesen, auch, wo man dann auch geprüft hat später. Die Stangen sind dann ab dem Haspel genommen worden und sind nochmal gezöpfelt worden zu einem kleinen Zöpfchen. Und so sind dann die Stangen verpackt worden und an die Weiterverarbeiter geliefert worden. So sind sie auch nach Europa gekommen, in grossen Bastballen von zwischen 40 und 80 Kilo. Der Transport ist über Schiff, Seeweg erfolgt. Und die Anlieferung ist meistens über die grossen Hochseehäfen. Das ist Genua, das ist Rotterdam, Hamburg vor allem. Hamburg ist auch ein grosser Handelsort gewesen. Nicht nur von Seiden, aber ist ein grosser Handelsort gewesen, auch für andere Sachen. Und von dort her dann auf dem Landweg oder über den Rhein, wenn es von Hamburg gekommen ist, über den Rhein in die Schweiz, auf Basel. Und von dort aus ist dann sind die Lieferungen an die sogenannte frühere Zürcher Seidentrocknungsanstalt geliefert worden. Und dort hat man dann sämtliche wichtigen und weiter relevanten Tests gemacht. Die Seidentrocknungsanstalt hat das Recht gehabt, Attest auszustellen. Weil die Attests sind nachher wichtig gewesen für Qualitätssicherung. Und dass der Kunde, der die Seidenstrangen bestellt hat, dass er die richtige Qualität bekommen hat. Die Transporte auf diesen Schiffen, die sind natürlich unter unterschiedlichsten klimatischen Verhältnissen sind die erfolgt. In der Tropen war es nass gewesen, oder dann hat mal eine Lücke, ist nicht ganz dicht gewesen, eine Welle ist reingeschlagen und hat die Seide genässt. Und das war natürlich eine Qualitätsschädigung gewesen, wo man hat müssen können feststellen und dann auch reklamieren. Als erstes hat man einmal die Kondition festgestellt. In was für einer Feuchtigkeit sind die Stangen angekommen? Man hat dann aus das Handelsgewicht müssen feststellen, weil die Rechnungen sind erst gezahlt worden, wenn man das Gewicht gehabt hat. Weil eben auf dem Weg hat so viel passieren und die Seite ist so hygroskopisch, dass sie irgendwie vielleicht auf einmal 30% Wasser gezahlt hätten. Man hat aus jedem Ballen, hat man aus verschiedenen Gebieten von dem Ballen, hat man ein paar Strangen rausgenommen und hat dann das Gewicht gewogen. Die Strangen sind nachher in den Ofen hineingekommen, wo mit einer Waage ausgerüstet war. Und ist dann während einer gewissen Zeit abgetrocknet worden, bis praktisch keine Feuchtigkeit mehr in dem Material drin war. Und dann von dem erhaltenen Gewicht hat man dann 11% dazu gezählt. Weil 11% Feuchtigkeit, das ist üblich gewesen und es braucht eine gewisse Feuchtigkeit, dass man überhaupt die Seide weiterverarbeiten kann. Mit diesen 11% hat sich dann das Handelsgewicht ergeben. Also das Gewicht, das man am Kunden können verrechnen konnte. Und weitere Untersuchungen waren natürlich auch, stimmt dann der Titer? Garnstärke von der Seide gibt man in Titer denier an. Das bedeutet, zum Beispiel, ein ganz handelsüblicher Artikel war eine Gräge 2022. Denier 2022. Und das hat bedeutet, dass 9000 Meter 20 bis 22 Gramm schwer dürfen sein. Und das hat natürlich wieder mit dem Gewicht an und für sich zu tun. Sonst auf einmal haben sie nachher vielleicht, wenn es zu viel Feuchtigkeit drauf geht, haben sie einen 2630 Denier Artikel gehabt. Und wenn es dann trocken war, ist er dann wieder auf seine ursprüngliche Stärke zurückgekommen. Und darum hat man die ganze Seite konditionieren. Die Konditionierung, die ist eigentlich so gegangen, man hat den Strang wieder aufwickeln,
Also den Zopf hat man wieder aufmachen müssen. Und die Strang, die ist vielleicht, was ist das, 40, 50 cm in der Länge gewesen, also als Strang. Und im Zopf war sie nur halb so gross gewesen. Die sind nachher an Wege gehängt worden, wo sie so Dornen hatten, lange Dornen. Und da hat man einen Strang neben dem anderen aufgehängt, in verschiedenen Etagen. Und die sind dann in den Ofen reingekommen und sind dort getrocknet worden. Man hätte die nachher nicht mehr gross befeuchten müssen. Weil ganz wichtig war, in allen Räumen der Trocknungsanstalt war eine Feuchtigkeit von 65% relative Luftfeuchtigkeit. Weil das war natürlich ganz wichtig, dass auch Gebäuderäumlichkeiten konditioniert waren. Sonst, wenn es nicht mehr trocken ist, die Feuchtigkeit fliegt sofort in die trockene Gegend. Und dann stimmt es wieder nicht. Also das war ganz wichtig, dass die Konditionsräume auf einem geregelten Klima waren. Und das war damals noch nicht so einfach. Man hatte noch nicht die Regeltechniken, wie man sie heute hat. Aber es war genügend und es hat funktioniert. Die Siedlerzwirner wiederum haben dann die Ware noch mal angeschaut, weil die Prüfungen waren nur stichprobenmässig. Man hat geschaut, ja, ist da nicht irgendwie etwas durchgefressen, weil man hat immer festgestellt, dass gewisse Schädlinge verpackt worden sind. Und dann haben die sich da gütlich da an der Seite. Und das war natürlich wiederum ein Schaden gewesen, weil diese Stränge hat man wegrühren können. Weil da sind Fäden, das ist wie der Coco. Wenn der Coco durchgefressen war, hat man den Faden nicht mehr brauchen. Und genau das Gleiche war es, wenn sie einen Schädling hatten in der Lieferung, der die Stränge durchgefressen hat. Und da sind natürlich sofort Reklamationen gelaufen. Das ist gerade auf den Fuss gefallen, wenn man so etwas festgestellt hat. Der Seidenhandel an und für sich, für das Rohmaterial, und da war der Seidenhändler zuständig, jetzt in dem Fall, den ich kenne, der Trudel, hat die Ware an die Seidentröchtungsanstalt geliefert. Und von dort aus, der hat das natürlich unter Kontrolle gehabt. Er war der Kunde von der Seidentröchtungsanstalt. Und von dort aus sind dann die verschiedenen Lotte an die Zwirner verkauft worden. Und die Zwirner haben dann das Material verarbeitet, verschiedene Zwirn und nur Faden. Also kein Gewebe, die haben dann noch nicht gewoben, weil die Weber haben dann Produkte von den Zwirnern gekauft. Nach dem Abschluss von diesen Prüfungen in der Seidentröchtungsanstalt ist dann die Ware an die Weiterverarbeiter geliefert worden, eigentlich an die Seidenzwirner. Die Seidenzwirner wiederum haben dann die Ware noch mal angeschaut, weil die Prüfungen waren nur stichprobenmässig. Man hat geschaut, ja, ist da nicht irgendwie etwas durchgefressen, weil man hat immer festgestellt, dass gewisse Schädlinge verpackt worden sind. Und dann haben die sich da gütlich da an der Seite. Und das war natürlich wiederum ein Schaden gewesen, weil diese Stränge hat man wegrühren können. Weil da sind Fäden, das ist wie der Coco. Wenn der Coco durchgefressen war, hat man den Faden nicht mehr brauchen. Und genau das Gleiche war es, wenn sie einen Schädling hatten in der Lieferung, der die Stränge durchgefressen hat. Und da sind natürlich sofort Reklamationen gelaufen. Das ist gerade auf den Fuss gefallen, wenn man so etwas festgestellt hat. Dann hat man die Stränge nicht gerade sofort können eins zu eins weiterverarbeiten. In der Zwirnerei sind die Stränge zuerst sogenannt präpariert worden. Man hat die alle aufgemacht, dann hat die in ein Bad hineingelegt, Wasserölemulsion, damit die Seide ein bisschen geschmeidig geworden ist für die Weiterverarbeitung. Dann hat man dann wieder, um wieder zu trocknen, weil die Feuchtigkeit ist ja dort noch wieder total zum Zeug aus gewesen, da hat man nicht mehr gewusst, die haben getropft, oder? Aber man hat gewusst, was ist das Ausgangsgewicht war. Und dann ist das wieder getrocknet worden, mehrheitlich einfach auf Handtrocknung, und ja, man hat es ein bisschen geprüft und man hat gesagt, ja, da muss man jetzt 10 Stunden muss man sie in den Ofen rein tun, oder man kann es in die Winden aufhängen. In Embrach haben sie zum Beispiel einmal Zeiten, wenn sie sie nicht gerade sofort gebraucht haben, haben sie sie im Estrich oben getrocknet. Das ist natürlich eine sehr homogene Trocknungsart. Und sonst hat man sie in den Ofen reingetan, wo mit Dampf geheizt war. Und dann ist die Seide abgehaspelt worden wieder in der Haspelrei oder respektive in der Winderei. Soweit ich mich mal erinnere, hat man auf diesen alten Windmaschinen, die noch aus Holz waren, die haben vielleicht ein paar Stützen aus Metall, und der Rest ist aus Holz, und die sind noch
viele, viele Jahrzehnte sind die gelaufen. Und dann hat man die auf sogenannte Randspüle umgewunden. Die Randspüle, die sind einfach auf einem Treibrad oben gelaufen und haben den Seitenfaden eigentlich so abgezogen mit der eigenen Kraft, also mit dem eigenen Gewicht. Das hat die Adhäsion hat gelangt, um den Strang anzutreiben. Man hat dann dem Strang müssen ein kleines Schüpfchen geben und dann sind die gelaufen. Die Stränge sind 6 bis 8 Stunden gelaufen, bis das umwickelt war. In späteren Jahren hat man dann das auf Kreuzspulmaschinen gemacht. Weil man hat die Randspulen eigentlich effizient nicht mehr können, mit einer hohen Produktivität weiterverarbeiten. Ganz am Anfang hat man zuerst die Fäden einfach nur gefacht, wieder auf einer Maschine, wo man dann eine entsprechende Anzahl Fäden zusammengenäht und wieder auf eine Spule, auf eine Randspule aufgewickelt hat. Die sind dann mit einem Fadenführer sind die verschoben worden und der Fadenführer ist irgendwie auf der Seite der Maschine mit einer Nutentrommel angetrieben worden. Da sind also x Positionen nebeneinander gewesen. Und weil die Stränge so lang gelaufen sind, hat eine Frau 5-6 solche Maschinen können bedienen. Dort war dann die Produktivität sehr hoch gewesen. Man hat dann aus diesen Randspulen schlussendlich hat man dann den Zwirn gemacht. Die Zwirntechnologie hat sich auch stark entwickelt natürlich. Die Maschinenindustrie die hat immer aufgrund des Feedback, das sie aus der Textilindustrie bekommen hat, ihre Maschine verbessert und weiterentwickelt. Wir unterscheiden zwei verschiedene Zwirnverfahren an und für sich. Es gibt das sogenannte Ringzwirnverfahren und es gibt das Etagenzwirnverfahren. Das Ringzwirnverfahren ist das gleiche Verfahren eigentlich, wie wenn man ein Stapelspinnverfahren. Da werden Fäden auf Randspulen vorgesteckt und dann werden die zusammengenommen. Gehen auf eine Spule auf die Spindel und dann laufen die aber als Trallgeber durch einen sogenannten Ringläufer durch. Und der Faden zusammen mit der Drehung der Spindel tut den Ringläufer antreiben. Und in dem Ring durch den Ringläufer durch entsteht dann die Drehung auf den Faden. Aber da ist man in der Geschwindigkeit beschränkt. Weil die Geschwindigkeit, die der Ringläufer hat, darf eine gewisse Meterzahl pro Sekunde, man redet da Meter pro Sekunde, nicht überschreiten, weil sonst ist da die mechanische Grenze überschritten. Dann gehen die Ringläufer kaputt und der Ring selber auch. Die Zeiten an und für sich ist ja eine ziemlich rauche Angelegenheit. Die schneidet also praktisch jeden Fadenführer durch. Und darum ist es dort vom mechanischen Aufwand her und von der Produktivität her ist es nicht so günstig oder weniger günstig, wieder, wenn man das zweite Zwirnverfahren verwendet. Das ist dann das Etagenzwirnverfahren. Dort tut man vor dem Zwirnprozess fachen. 2-3 Fäden tut man auf einer Fachmaschine, auch wieder auf einer Randspule aufwickeln. Und die Randspule steckt man nachher auf eine Spindel auf. Eigentlich ähnlich wie die Spule beim Ringzwirnverfahren. Der Unterschied zwischen diesen zwei Prinzipien ist, man zieht dann die 4 Fäden oder 3 Fäden, die Fachung, zieht man dann über den Kopf der Randspule ab, wird durch einen Fadenöse durchgezogen und hat viel höhere Abzugsgeschwindigkeiten, wie das man beim anderen System hat. Mit anderen Worten, über das Etagenzwirnverfahren, wo ich den gefachten Faden nach oben abziehe und zwirnen lasse, kann ich Faktor 5, 6 bis 10 höhere Abzugsgeschwindigkeiten realisieren. Auf der Etagenzwirnmaschine liegen bis 100 Meter pro Minute. Nach dem Ringzwirnverfahren sind das wenige Meter. Grundsätzlich ist das unterschieden worden. Macht man ein Organzin. Ein Organzin, das ist ein Zwirn, der relativ viel Träge hat pro Meter. Oder macht man einen Grepp,
Ein Krebs hat bis 1000 Träger pro Meter. Und der wird dann natürlich ganz krugelig, oder? Der kann man fast, ist sehr schwierig, um den weiterverarbeiten. Oder macht man nur eine Trame, die hat vielleicht 200, 300 Touren pro Meter. Organzin, ähnliche Zwirn sind in der Weberei in Ketten eingesetzt worden. Also die Längsfäden der Webmaschine. Und die Rahmen, das war der Schuss gewesen. Und der Schuss hat er gefüllt. Und da kommen wir wieder zurück auf die Titerhaltigkeit. Wenn man dort so viel Bast hat, wo sagen wir mal, dann einen Volumenverlust von 30% ergeben hat, dann hat man müssen mehr Schüsse eintragen auf den Zentimeter. Und das hat natürlich wieder mehr Material gebraucht. Und darum ist das so wichtig gewesen. Nach dem Zwirnen sind noch weitere Prozesse natürlich erfolgt. Und zwar auf verschiedene Arten. Man hat einerseits die Zwirn wieder auf Strangen gelegt oder auf Kreuzspulen. Das waren die modernen Maschinen und auch die modernen Technologien, die man dann in der Färberei mehr und mehr verwendet hat. Der Normalfall war der, dass man den Faden abgekocht hat. Also entbastet hat und dann gefärbt hat. Und wenn man Stück, also das Gewebe, zuerst gewoben hat und nachher abgekocht und gefärbt hat, das war schon eher die Ausnahme gewesen. Aber das hat es natürlich auch gegeben. Aber dann hat man natürlich, das war ganz wichtig gewesen, dass man dann die Zwirn, vor allem, das ist vor allem im Gräbbereich ist das vorgekommen, dass man eine Stückfärbung gemacht hat. Dann hat man müssen, grundsätzlich die hohen Zwirn beruhigen. Und man hat dann die Seidenspulen, also die Zwirnspulen, hat man dann in eine Autoklave getan und hat die bei Grössenordnung 60 Grad gedämpft. Sonst hätte man das nicht können verarbeiten. Das hat so gekrängelt, das hat gar Knöpfe gegeben. Das ist also nicht zu verarbeiten gewesen. Und das war auch bei der Organzine so gewesen. Man hat also vor dem Umspulen hat man das müssen, durchführen, den Prozess von der Zwirnberuhigung. Die Zwirnspulen haben wir immer gedämpft. Sogar bei den Tramen hat man manchmal müssen dämpfen. Weil sonst, während dem Spulprozess, ist der Faden immer gestreckt. Und dann kann es keine Krängel geben. Aber wenn irgendein Fadenbruch stattgefunden hat, dann ist der Krängel bis auf die Spulen rauf. Und dann mussten sie zurückziehen und immer gestreckt haben. Sonst ist er sofort wieder zusammengefahren. Und dann den Knopf machen und strecken und aufwickeln. Es war fast eine Sisyphus-Arbeit gewesen. Und das ist eine Arbeit, die nur Frauen machen können. Also, ich bin am Schien wahnsinnig geworden, als ich denen nur zugeschaut habe. Es war hochinteressant. Aber die Frauen haben eine Fingerfertigkeit entwickelt. Auch Strangen, den Faden suchen, die haben den sofort gefunden. Ich wäre wahrscheinlich heute noch am Suchen. Und das hat mich schon beeindruckt. Das Können und die Fertigkeit von diesen Spulerinnen oder Zwirnerinnen. Einfach im textilen Bereich. Frauen haben sie durch nichts zu ersetzen. Italien und Frankreich waren die ersten Länder, die Seiden industriell verarbeitet haben. Die Seidenindustrie ist um 1900 die bedeutendste Industrie im Kanton Zürich. Und es war nicht nur die Industrie als solche, die sehr wichtig war. Es ist das Zentrum geworden vom europäischen Seidenhandel. Ein Haufen Seidenunternehmen haben dann auch Verkaufsbüro unterhalten in New York, St. Petersburg, eigentlich in allen grossen Städten von der westlichen Welt. Also, sie sind dann später auch noch in Saudi-Arabien sind sie gewesen. Also es ist eine homogene Vermarktung. Hat auch stattgefunden, aus der Schweiz raus. Und nicht zu vergessen, die Seidenindustrie hat im Kanton Zürich alleine ca. 50'000 Arbeitsplätze
geboten. Und das ist für die damalige Zeit natürlich eine gewaltige Industrialisierung gewesen. Und es ist, das Zentrum hat sich so können verbreitern und halten, eigentlich bis 1929, wo die grosse Weltwirtschaftskrise stattgefunden hat. Ab selber Zeit ist die Ziegenindustrie in der Schweiz, also in Zürich, zurückgegangen und ist um die oder ab 1973 ist dann eigentlich das Ende eingeläutet worden. Die grossen Seidenproduktionen sind eingestellt worden. Einerseits, weil man andere, modernere Materialien vermehrt hat können finden. Man hat da die synthetischen Garn gehabt, man hat Polyester bekommen, man hat Nylon bekommen. Und man hat natürlich dann auch von der Haute Couture her, von der Gravatier her, hat man mal etwas anderes wollen machen, andere Materialien wollen verwenden. Und das hat natürlich noch dazu weiter beigetragen, dass die Seidenindustrie immer mehr zurückgegangen ist. Gleichzeitig aber mit der Seidenindustrie, mit der Hochblüte oder während der Hochblüte, hat sich auch die Textilmaschinenindustrie im Kanton Zürich entwickelt. Weil von der Handarbeit hat man natürlich effizienter werden, man wollte bessere Qualitäten herstellen. Und das hat natürlich auch Maschinen gebraucht dazu, die die Voraussetzungen geschaffen haben, dass die Qualität stabil geblieben ist. Dass man keine grossen Schwankungen gehabt hat in der Herstellung. Die Textilmaschinenindustrie ist natürlich der Textilindustrie gefolgt. Wir haben in der Schweiz praktisch nur noch die Entwicklung. Die Produktion dieser Maschinen sind auch abgewandert in die textilboomenden Länder wie China und Indien. Und wenn wir heute Maschinen, Textilmaschinen würden kaufen in der Schweiz, müssen wir die importieren von China. Weil die werden heute dort gemacht. Alle grossen Textilmaschinenfirmen sind jetzt in China und Indien. Dass Zürich, oder das sagen wir mal, dass in der Schweiz Seiden aktuell geworden ist und dass Zürich zu einer Seidenweltmacht geworden ist, mindestens über eine gewisse Zeit. Das kann ich mir eigentlich auch nicht erklären. Aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir haben ja schon immer, wie alle Länder auch, mit Textilien gehandelt. Wir haben Textilien hergestellt, in kleineren Mengen oder in mit anderen Materialien. Und Kaufleute sind ja immer unterwegs gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch unter Umständen ein Zufallstreffer gewesen ist. Und dann braucht es den Pioniergeist von Unternehmern, die genügend Geld haben. Und ja, dann passiert auf einmal so etwas. Der Grund, warum dass man Zwirn manchmal auch in China gekauft hat, es ist schon natürlich viel billiger gewesen, aber qualitativ haben wir den nicht brauchen. Die haben andere Qualitäten haben die können herstellen. Die haben unsere Qualitätsanforderungen haben die nicht können erfüllen. Einmal ist es gegangen und dann nachher einmal wieder nicht. Und die Problematik war eben auch die gewesen, wenn sie dann ein Lot hatten, das nicht gelaufen ist, die haben da schon wieder rumgenommen. Aber sie haben 3 Monate gewartet, bis sie Nachschub hatten. Und das war bei uns nicht mehr möglich. Das sind dann die Distanzen zu gross. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Grund war, dass man zum Beispiel in Como hat man auch die Seidenzucht gehabt. Und die Gomeser Qualitäten waren hervorragend. Reinste Handarbeit. Alles in die Haute Couture gegangen. Wo praktisch die Verkaufspreise keine Rolle gespielt haben, dann ist dann vielleicht der Materialpreis ist dann vielleicht noch 5% gewesen, wenn überhaupt. Oder? Wisst ihr, eine Maschine schafft nur so gut, wie sie arbeiten lassen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Qualitätsstandards jetzt auch höher sind. Ich bin schon seit so vielen, bald 25 Jahren, eigentlich nicht mehr involviert.
mit diesen Qualitäten. Aber sie machen auch andere Sachen. Aber ich bin überzeugt, dass die Artikel, die von China kommen oder von Indien kommen, qualitativ uns werden genügen, weil bei uns wird nichts mehr produziert. Praktisch. Und wir können nicht mehr vergleichen. Also wir müssen uns zufrieden geben, in Anführungszeichen, mit der Qualität, die wir geliefert bekommen. Und das ist schon etwas, wo man sich vielleicht gar nicht so recht bewusst ist. Aber es ist vielleicht auch nicht mehr der Stellenwert vorhanden. Also wir haben ja noch fast pingelig sind wir gewesen. Es hat alles immer müssen ganz genau maximiert sein, in der Produktion, in der Qualität. Und heute tut man höchstens noch optimieren. Nach dem System so gut wie möglich können wir es gar nicht mehr leisten. Man macht es noch so gut wie nötig. Das langt wahrscheinlich auch. Aber die heutigen Generationen, die ticken ein bisschen anders, wieder das noch von unseren Vorfahren und vielleicht von meiner Generation noch erwartet worden ist und auch Bereitschaft, so etwas qualitativ Hochstehendes zu machen.